wie viele Menschen im Kongo sozusagen als ja, moderne Sklaven eingesetzt werden, um Kobalt abzubauen. Das Problem lässt sich auch nicht von heute auf morgen aus der Welt räumen. Wir wissen, dass wir nicht alles wissen. Bei der Elektromobilität ist längst nicht alles im grünen Bereich. Na klar trauen wir uns. Na klar trauen wir uns, dieses schwierige Thema Kobalt mal wieder anzusprechen. Das ist ja nicht erst ein Thema, seit es die Elektromobilität gibt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und das Ganze hier auf dem Kanal von Steve und Julian. Ich bin Julian und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Eins vorab, dieses Video ist kein Video, an dem ihr am Ende glücklich und zufrieden auf den Ausknopf drückt und euch freut und alles ist prima, denn dieses Thema, was ich mir in diesem Video ausgesucht habe, ist ein ernstes Thema. Und es ist ein Thema, bei dem wir noch nicht am Ende der Diskussion sind und bei dem wir auch nicht am Ende der Entwicklung sind. Es geht um Kobalt und ich möchte dieses Video für euch aufnehmen, um zu zeigen, wo wir ungefähr stehen. Dieses Video hat nicht den Anspruch darauf, die ganze Problematik, das ganze Thema Kobalt, Kobaltabbau und Menschenrechte in der kompletten Fülle zu beleuchten. Das geht einfach nicht. Aber es soll einfach mal euch den Stand der Diskussion bieten. Und damit alle die Elektroauto-Hater hier, die jetzt zugucken, gleich beruhigt sind. Ja, bei der Elektromobilität ist längst nicht alles im grünen Bereich, aber wir arbeiten daran. Und das ist etwas, was eben im Bereich der Verbrenner nicht so funktionieren wird. Also lasst uns einsteigen. Und zwar mit dem hier. Das habt ihr natürlich alle schon mal irgendwo gesehen. Das ist eine klassische AA-Batterie bzw. Akkuzelle. Nickel-Metallhydrid und solche Batterie- oder Akkuzellen habt ihr garantiert auch zu Hause in ganz vielen von euren Geräten. Oder vielleicht auch sowas. Ein bisschen größer. Ich zeige es mal im Vergleich. Das ist eine Lithium-Ionen-Zelle, wie sie bei mir zum Beispiel in meiner Taschenlampe eingesetzt ist. Eine klassische Lithium-Ionen-Zelle in NMC-Technik, das heißt, hier ist unter anderem auch Kobalt drin. Aber auch sowas hier, also sprich so ein, ich klappe es mal auf, so ein Tablet, ja, hat natürlich einen Akku drin und in dem ist auch Kobalt drin. Und genauso ist auch Kobalt in dem Akku von der Kamera, mit der ich das gerade hier aufnehme, oder in dem Laptop, mit dem ich das Screen Recording mache, das wir heute auch machen. Also Kobalt ist in einer Vielzahl an Batteriezellen drin. Wir haben darüber auch schon berichtet. Es ist immer wieder faszinierend, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, wie viele batteriegetriebene Geräte man zu Hause hat. Und überall ist Kobalt drin. Aber komischerweise ist das Thema Kobalt, Kobaltabbau, Menschenrechte erst ein Thema geworden, als die Elektromobilität so richtig hochgekommen ist. Viele waren der Meinung, jetzt habe ich euch am Wickel. Jetzt drehe ich euch den Saft ab, jetzt drücke ich mal richtig rein und sage, ihr und eure Kinderarbeit und Kobalt. Aber ehrlich gesagt, das Thema, das wissen wir, ist ja nicht erst publik oder beziehungsweise das ist ja nicht erst ein Thema, seit es die Elektromobilität gibt, sondern das ist ja schon seit Jahrzehnten ein Thema. Und von daher sollte man nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus steckt. Wir haben von einem unserer Zuschauer eine Zuschrift bekommen, eine E-Mail bekommen und in der E-Mail stand als Betreff, wenn ihr euch traut. Na klar trauen wir uns. Na klar trauen wir uns, dieses schwierige Thema Kobalt mal wieder anzusprechen und wie ich es eingangs schon erwähnt habe, einfach mal zu gucken, wo stehen wir denn, beziehungsweise wo steht auch die Industrie bei diesem Thema. Und damit werfen wir jetzt mal einen Blick auf den Link, den uns unser Zuschauer geschickt hat. Ich habe das hier mal aufgerufen für euch und ich habe, das will ich noch davor stellen, zeige ich euch heute in diesem Video eine ganze Menge Webseiten, die ich alle automatisch auf Deutsch übersetzt habe, damit sie ein bisschen leichter lesbar sind. Aber keine Sorge, wir werden nicht alle Webseiten lesen. Ich habe sie nur einfach auf Deutsch übersetzen lassen, damit es einfach vom Anschauen her ein bisschen leichter für uns alle ist. Okay, diese Webseite hier oder beziehungsweise dieser Artikel ist erschienen auf der Webseite The Gray Zone. Das ist eine, ja, manche würden jetzt vielleicht sagen, linksorientierte Seite, aber es ist eine Seite, die sich eben mit verschiedensten gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzt. Und hier geht es um den Kobaltabbau in der
sagen wir mal, Demokratischen Republik Kongo. Die ist natürlich nicht demokratisch, aber sie nennt sich so. Und um den Krieg, der sozusagen um Kobalt dort unter anderem ausgetragen wird, Krieg im übertragenen Sinne, nämlich in einem politischen Krieg zwischen den USA und China und Russland und alles, was da irgendwie so drin hängt. Und auch hier in diesem Beitrag wird natürlich mal wieder das Thema Kobalt aufgenommen und natürlich in Verbindung mit der Entwicklung grüner Energien genannt. Denn unter anderem geht es in diesem Beitrag auch um die Frage, wie können sich eigentlich solche Länder wie der Kongo oder die Demokratische Republik Kongo eigentlich und andere, zum Beispiel auch afrikanische Länder, eigentlich entwickeln, wenn wir immer mehr auf grüne Energien setzen und damit auch diesen Ländern zum Teil Einnahmequellen wegnehmen. Ganz interessante Artikel, könnt ihr euch mal angucken. Ihr findet alle Links und auch zu allen anderen Webseiten in der Videobeschreibung. So, und das ist halt ein Artikel, der den Finger in die Wunde Kobaltabbau legt, und in diesem Beitrag kommen auch bestimmte Zahlen vor, wie viele Menschen im Kongo sozusagen als moderne Sklaven eingesetzt werden, um Kobalt abzubauen, und das wirft natürlich ein schlechtes Licht auch unter anderem auf die Elektromobilität. Und ich habe das zum Anlass genommen, mal Folgendes zu machen. Ich habe mir vier Autohersteller mal rausgepickt. Das sind Sono Motors, Volkswagen, Daimler und BMW. Ich habe mir aber auch noch andere angeschaut, aber ich habe diese vier für dieses Video rausgepickt und habe mal geguckt, was sagen die eigentlich zu dem Thema Kobalt, Menschenrechte, Lieferkette, fairer Umgang miteinander. Und das schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen der Reihenfolge nach an. Los geht's mal mit VW. VW verwendet im Moment für die Fahrzeuge, die aktuell gebaut werden, Batterien, in denen Kobalt vorkommt. Ihr habt das alle am Batterietag von VW wahrscheinlich gesehen, dass VW plant, in Zukunft sehr stark auch die kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Technik einzusetzen. So wie das ja zum Beispiel auch Tesla schon macht, BYD macht es auch schon, und ich bin mir sicher, viele, viele andere tun das auch. Und übrigens, falls ihr zu Hause einen Stromspeicher im Keller an eurer zu Hause zu stehen habt, der mit eurer Photovoltaikanlage verbunden ist, dann habt ihr da höchstwahrscheinlich auch schon Lithium-Eisenphosphat-Zellen drin, denn die werden überwiegend in Heimspeichern verwendet. Okay, VW sagt natürlich ganz klar, da müssen wir drauf gucken. Das ganze Thema Kobalt, Kobaltabbau muss natürlich unseren Ansprüchen genügen, und die Ansprüche sind sehr, sehr hoch. Und VW ist deswegen arbeitet deswegen unter anderem mit der Global Battery Alliance zusammen. Und das ist hier die Webseite der, das muss ich mal hochscrollen, die Webseite der Global Battery Alliance. Und ihr seht es schon hier, Aufbau einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Batterie-Wertschöpfungskette. Diese, sagen wir mal, Organisation, in der über 70 Unternehmen sich zusammengefunden haben, hat das Ziel, den Fußabdruck, den sozialen, aber auch den ökologischen Fußabdruck des Kobaltabbaus und Batteriezellen insgesamt deutlich zu verbessern. Und ihr findet auch, wie gesagt, den Link zu dieser Webseite in den Shownotes zu dieser Sendung. Und man kann hier sehr, sehr viel auf dieser Webseite dazu lesen, wie sie das Problem angehen. Und was ich ganz interessant finde, das ist der Akku-Reisepass. Und da habe ich zuerst mal gedacht, so, was ist jetzt damit gemeint? Und das gucken wir uns mal jetzt an. Der Akku-Reisepass, finde ich eine ganz coole Geschichte. Da geht es nämlich darum, um eine digitale Darstellung der Batterie. Und zwar sozusagen von der Mineralgewinnung bis hin sozusagen zum Endprodukt. Das heißt, das Ziel dieses digitalen Batteriepasses soll es eines Tages sein, diese ganzen einzelnen Schritte, wie gesagt, beim Benzin würde man sagen, vom Bohrloch bis zum Motor, hier von der Batterie, also von der Mineralgewinnung, Thema Kinderarbeit, Thema Arbeitsbedingungen, indigene Rechte, über den Produktionsprozess, zum Beispiel den CO2-Fußabdruck, den Wasserverbrauch, den Verlust der biologischen Vielfalt, andere Arten der Umweltverschmutzung, bis hin zum Endprodukt zu verfolgen und ausweisen zu können, welche Umweltbelastungen und sozialen, gesellschaftlichen Probleme damit verbunden sind. Das ist so eines der Ziele der Global Battery Alliance, und diesen Batteriepass, das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, könnt ihr auf der Webseite mal in aller Ruhe nachlesen. Ich finde das einen sehr, sehr guten Ansatz, so an dieses Thema ranzugehen. Das ist nur ein Beispiel, wie die Global Battery Alliance an dieses Thema rangeht. Und zeigt eigentlich, dass man sich hier schon
eine ganze Menge Gedanken darum macht, wie kann man das ganze Thema mit dem Kobalt eigentlich ein bisschen besser gestalten. Dann schauen wir mal auf Daimler. Hier blende ich euch jetzt mal die Webseite zum Thema Nachhaltigkeit, Lieferkette beim Kobalt von Daimler ein. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass Daimler ganz klar sagt, wir beziehen unsere Batteriezellen im Moment über Drittanbieter. B, ja, wir wissen, dass wir nicht alles wissen, aber, und das finde ich den interessanten Ausdruck, nennt sich bei Daimler Befähigung vor Rückzug. Nämlich man sagt, also bevor wir uns aus einem Land zurückziehen und von dort keine Rohstoffe mehr beziehen, versuchen wir doch viel eher sozusagen dieses Land und ihre Menschen zu befähigen, den Rohstoffabbau dort in einer sozial verträglichen und vor allem auch ökologisch verträglichen Art und Weise durchzuführen. Das heißt also, man geht nicht hin und sagt, bei euch ist alles ganz furchtbar und wir machen das mit euch nicht mehr, sondern im Gegenteil, wir kommen zu euch und wir wollen mit euch versuchen, gemeinsam dieses Thema auf die Reihe zu bekommen, um es mal so einfach zu sagen. Und das könnt ihr hier auf der Webseite nochmal im Einzelnen irgendwie nachgucken, auch mit welchen Zertifizierungsprozessen Daimler versucht, hier dafür zu sorgen, dass in der ganzen Lieferkette mehr auf diese Dinge geachtet wird. Und sie arbeiten unter anderem hier zusammen mit IRMA. Das ist die Initiative für nachhaltigen Rohstoffabbau. Und da gibt es unter anderem eine Karte, Responsible Mining Karte, und das finde ich ganz interessant, das gucken wir uns hier mal an. Und hier kann man auf einer Weltkarte sehen, wo überall Punkte sind, wo Unternehmen ansässig sind, die mit diesem Thema Rohstoffabbau und vor allem fairer und gesellschaftlich verträglicher Rohstoffabbau zusammenarbeiten. Das finde ich sehr, sehr interessant und sehr transparent. Und wir können ja mal hier mal nach Afrika reingucken und klicken einfach mal hier eins von diesen Icons an. Ich nehme mal wahllos eins heraus. Und hier zum Beispiel ist es eine Mine, bei der Iridium, Platin, Palladium, Rhodium und noch weitere Dinge abgebaut werden. Und man kann sich dann sozusagen zu dieser Mine und zu dieser Betreibergesellschaft dieser Mine hier weitere Informationen abrufen. Wie gesagt, ob diese Informationen dann auch tatsächlich so alle stimmen, kann ich natürlich an der Stelle jetzt nicht nachvollziehen, aber hier ist zumindest ein wichtiger Schritt zum Thema Transparenz. Woher kommen unsere Rohstoffe? Was geht da vor sich? Wer ist da alles mit beschäftigt? Und von daher finde ich das einen guten Ansatz. Ich persönlich finde auch diesen Ansatz Befähigung vor Rückzug, den finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass auch da Daimler einen Weg gefunden hat, in die richtige Richtung zu gehen. Dann kommen wir zu Sono Motors. Wieso habe ich Sono Motors rausgesucht? Ja, Sono Motors war eins der ersten Unternehmen, dass der, jetzt habe ich den Namen gerade nicht im Kopf, ich muss mal eins weiter, und der Fair Cobalt Alliance beigetreten ist. Tesla ist da unter anderem auch dabei, auch noch andere Unternehmen. Hier habe ich euch die Webseite der Fair Cobalt Alliance aufgerufen. Hab auch wieder mal die Seite auf Deutsch übersetzen lassen. Und wir sehen, wenn wir ein bisschen hier nach unten scrollen, schon das Ziel, nämlich es geht darum, den handwerklichen Bergbau, Kobaltbergbausektor in der Demokratischen Republik Kongo zu stärken, das Ganze zu professionalisieren und insgesamt zur lokalen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Auch hier also der gleiche Ansatz, den wir auch schon bei Daimler gesehen haben, nämlich eine Stärkung vor Ort vor Rückzug aus dem Kongo. Und das halte ich persönlich auch für einen sehr, sehr guten Ansatz. Ihr könnt dann hier sehr viel darüber nachlesen. Wir schauen uns hier mal die Ziele an. Und zwar auf der einen Seite die Förderung der Versorgung mit sozusagen fair gewonnenem Kobalt. Hier steht also auch nochmal ganz klar, dass der verantwortungsvolle Bergbau sichergestellt werden soll, dass es finanzielle Investitionen in Minenverbesserungen auf jeden Fall geben soll. Die Umweltbelastung muss minimiert werden und die menschenwürdigen Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer müssen entsprechend hergestellt werden. Es geht auch hier um das Thema Kinderarbeit. Wir müssen uns diesem Thema einfach stellen. Kinderarbeit ist einfach dort ein Fakt. Ich will damit nicht sagen, dass es verbreitet ist oder dass sogar das ganze Kobalt für Elektroautos, so wie es ja häufig irgendwo kolportiert wird, aus Kinderarbeit kommt. Das ist nicht der Fall, aber Kinderarbeit findet statt, weil das eben ein Teil der Verdienstmöglichkeiten von bestimmten Familien sind, die dort eben vielleicht nicht die Möglichkeit haben, in einer großen Firma zu arbeiten. Deswegen ist eben Kinderarbeit dann eben tatsächlich dort ein Thema.
Aber ganz einfach, ganz wichtig ist es, dass man die Kinder sozusagen aus diesen Minen rausholt, ihnen einen Schulbesuch ermöglicht, eine Berufsbildung ermöglicht und auch den Zugang zu ganz anderen Beschäftigungsmöglichkeiten ermöglicht. Also man geht aktiv auf die Menschen zu und versucht sozusagen die Situation der Menschen dort deutlich zu verbessern. Und wirtschaftliche Diversifizierung ist auch noch hier als Ziel aufgeführt. Nämlich, es geht darum, die Risiken entsprechend zu minimieren, die dort eben durch den Bergbau auftreten. Insbesondere die Armut, der Lebensunterhalt soll verbessert werden und die Arbeitsbedingungen entsprechend wesentlich verbessert werden. Das Ganze bündelt sich dann sozusagen in dem Ziel, den Übergang zu nachhaltigen und Lebensgrundlagen zu schaffen, Investitionen in das Land zu bekommen, in den Bergbau zu bekommen, um eben die nachhaltigen Lebensgrundlagen sicherzustellen. Ja, das ist also, das sind so die Grobziele der Fair Global Alliance. Ihr könnt auf der Webseite in Form von Blogs und Berichten sehr, sehr viel über die Fair Global Alliance erfahren. Und dann schauen wir uns noch einen weiteren Autohersteller an und was der dazu sagt. Wir sind jetzt bei BMW. BMW hat auch eine recht umfangreiche Informationen zu Umwelt- und Sozialstandards beziehungsweise insgesamt zu Nachhaltigkeit auf der eigenen Webseite. Kann man eine ganze Menge lesen, ist auch sehr, sehr interessant. Das geht auch um Recycling, aber natürlich auch um das Thema Kobalt. Das blätter mal hier runter und hier kann man dann auch sehen, mit wem BMW zusammenarbeitet, nämlich mit der Organisation Cobalt for Development. Und die Webseite von Cobalt for Development habe ich euch hier aufgerufen. Und das ist also ein Entwicklungsprojekt, das von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit durchgeführt wird. Und dabei sind unter anderem BASF, BMW, Samsung Electronics, Samsung SDI. Das ist also die Speichersparte von Samsung. Und Volkswagen ist auch noch mit dabei. Ziel ist hier ausformuliert, Lebens- und Arbeitsbedingungen für die handwerklichen Kobaltbergleute in deren Gemeinden zu verbessern. Und das passiert durch direkte Zusammenarbeit mit den Bergleuten, über lokale Genossenschaften, über Behörden und die Zivilgesellschaft. Und es geht natürlich auch hier insgesamt darum, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, die Verbesserung der Gesundheits- und Arbeitsbedingungen, die Bewirtschaftung von Umweltressourcen und die Konzentration auf wirtschaftliches und soziales Wohlergehen zu erreichen. Also auch hier wieder natürlich sehr hohe und sehr hehre Ziele. Und es muss natürlich, wir können es also von hier aus nicht beurteilen, wie das tatsächlich sich auswirkt. Wir werden versuchen, dazu Interviewpartner zu bekommen, um mal ein Follow-up zu diesem Video zu machen. Aber ihr könnt hoffentlich an den Punkten sehen, das Problem ist erkannt. Das Problem lässt sich auch nicht von heute auf morgen aus der Welt räumen. Und das Problem ist auch nicht neu und das Problem ist auch nicht hervorgerufen, primär durch Elektromobilität. Sondern das wissen wir alle, die Nachfrage nach Batterien, nach Akkus ist gigantisch. Wenn ihr, wie gesagt, euch auch mal auf die Suche macht in eurem Zuhause nach Geräten, die mit Akkus funktionieren, sei es Nickel-Metallhydrid-Akkus oder seien es Lithium-Ionen-Akkus, da wird wahrscheinlich auch bei euch so ein Haufen an Geräten letztlich auf dem Tisch landen. Viele Geräte, die ihr wahrscheinlich sehr, sehr selten verwendet. Also wenn ich mir überlege, wie oft ich zum Beispiel meinen Akkuschrauber benutze, dann sind das vielleicht 3 Minuten im Jahr. Viel mehr mit Sicherheit nicht. Aber letztlich ist auch da eine Lithium-Ionen-Zelle drin, in der Kobalt drin ist. Also von daher ist es kein durch Elektromobilität primär hervorgerufenes Problem. Aber es ist natürlich ein Problem oder ein Thema, ein Issue, das durch Elektromobilität verstärkt wird, weil einfach mal der Bedarf an Kobalt natürlich viel, viel größer ist. Wir alle sind irgendwie scharf auf Autos mit großen Akkus. Und das führt natürlich dann auch in einem höheren Bedarf an Ressourcen wie Kobalt und Lithium zum Beispiel. Ja, ich weiß, ich habe es, glaube ich, auch schon erwähnt, dass wir in Zukunft wahrscheinlich immer mehr Firmen haben werden, die Akkus ohne Kobalt verwenden, also unter anderem durch die Lithium-Eisenphosphat-Technik. Das ist mit Sicherheit ein Schritt nach vorne. Wir wissen aber auch, dass Lithiumzellen, in denen Kobalt drin ist, auch weiterhin verbaut werden. In Premium-Anwendungen, Premium-Akkus, Hochleistungs-Akkus wird Kobalt noch eine ganze Weile mit drin sein. Und ich sage mal, solange auch nur ein bisschen Kobalt in den Zellen drin ist, haben wir dieses Problem. Also man kann aus meiner Sicht zumindest nicht hingehen und sagen, ja, der Anteil wird ja immer geringer, das Problem existiert nicht mehr. Das ist aus meiner Sicht so nicht richtig, sondern es ist eher so, für den weiter vorhandenen Bedarf an Kobalt, und das ist ja wie gesagt nicht nur in Batteriezellen, sondern auch in zig anderen chemischen Anwendungen, von dem Blaufärben der Jeans bis zu Metalllegierungen und so weiter und so fort,
ist dieser Bedarf da und dieser Bedarf sollte, soweit es irgendwie geht, unter höchstmöglichen Umwelt- und Sozialstandards dann auch entsprechend gedeckt werden. Und ich finde es gut, dass die Firmen sich diesem Problem stellen. Ich habe keine Firma gefunden, die dieses Problem oder dieses Thema nicht erwähnt und die nicht mindestens in einer oder zwei solcher genannten Organisationen aktiv ist. Wie gesagt, wir werden jetzt mal versuchen rauszukriegen, ob wir da mal noch ein paar tiefere Informationen bekommen, was denn tatsächlich dort schon erreicht wurde, welche Probleme identifiziert wurden. Da müsst ihr uns noch ein bisschen Zeit geben für die Recherche. Das ist nicht ganz einfach. Jetzt über Weihnachten wahrscheinlich sowieso schwierig. Wir werden uns da im neuen Jahr nochmal extra dahinter klemmen. So, ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video nicht irgendwie frustriert habe, sondern ich hoffe, dass ich mithilfe dieses Videos euch gezeigt habe, wir oder sicherlich die meisten Elektroauto-Nutzerinnen und Nutzer, wir wissen um dieses Problem. Es hat auch sicherlich, es gibt auch sicherlich heute keinen mehr, der sagt, Elektroauto hat die absolut weiße Weste, CO2-frei, abgasfrei, frei von allen Problemen. Das ist nicht der Fall, sondern Elektromobilität ist eine Chance, die wir haben und die wir nutzen müssen. Und wir sollten so früh wie möglich versuchen, alles in die richtigen Wege zu leiten, damit wir eben nicht sozusagen diesem Pfad einschlagen, wie es bei der Atomenergienutzung war, erstmal machen und sich dann hinterher überlegen, was man mit dem Restmüll eigentlich anstellt und festzustellen, wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen. Irgendwo muss es hin, aber keiner will es haben und die Kosten will eigentlich auch keiner so richtig tragen, aber irgendwie müssen wir das Problem ja lösen. Das soll hier natürlich nicht passieren. Das ganze Thema Recycling, Second Use habe ich jetzt hier ganz bewusst einfach mal ausgelassen. Das ist mir natürlich auch bewusst und euch natürlich auch, dass das natürlich hilft, gerade das Recycling, diesen Kreislauf aufzubauen, um vielleicht hoffentlich irgendwann gar nicht mehr so viel neues Kobalt aus der Erde holen zu müssen. Aber ich habe es hier bewusst rausgelassen, denn ich wollte mich einfach mal auf die Aktivitäten der Hersteller konzentrieren. Was machen die eigentlich in Bezug auf Kobalt? Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Aufklärung haben. Wenn euch das ganze Thema tiefer und weitergehend interessiert, dann nutzt einfach die Links, die wir zu diesen ganzen Webseiten unten in den Shownotes drin haben. Da könnt ihr euch durchklicken und viele interessante Sachen dazu noch, viel, viel mehr interessante Sachen dazu noch lesen, als ich in diesen paar Minuten in dem Video hier darstellen könnte, denn man kann wirklich 2 bis 3 Stunden darüber sprechen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war interessant für euch. Ihr habt ein bisschen was vielleicht dazugelernt. Schreibt einfach mal auch bitte gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Vielleicht seht ihr das gar nicht als Problem oder vielleicht erkennt ihr es als Problem und was sind eure Ansätze, was sind eure Ideen, was sind eure Meinungen dazu. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sage ich jetzt vielen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Abo da und natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich super wäre es auch, wenn ihr die Glocke klickt. Dann seid ihr nämlich immer informiert, wenn wir etwas Neues für euch haben. In dem Sinne, alles Gute für euch, bis zum nächsten Mal und tschüss.